Dann freue ich mich sehr, dass wir unseren nächsten Sprecher auch schon hier stehen haben. Und ganz besonders, dass das auch ein echter Maker ist, der ein ganz erfolgreiches Maker-Produkt tatsächlich auch gelauncht hat, das man direkt gegenüber dieser Bühne auch bewundern kann. Und zwar ist es Teja Phillips, der ist der Gründer von Mr. Beam. Und Mr. Beam ist gestartet 2014 mit dem ersten Bausatz von Mr. Beam, der irgendwie auf Kickstarter einiges eingesammelt hat. Und dann hat er 2016 den zweiten Mr. Beam, der eben auch genau gegenüber, man sieht ihn von hier tatsächlich auch, gelauncht, auch auf Kickstarter. Und er hat tatsächlich 940.000 Euro für Mr. Beam 2 eingesammelt. Und er hat sehr, sehr viele super spannende Erfahrungen gemacht auf dem Weg von der ersten Idee, von dem ersten Bausatz bis zu einem richtigen, echten Produkt, wo er auch gekämpft hat mit Normen, Vorschriften, was er vielleicht sonst nicht so geahnt hat. Und da freue ich mich sehr, dass jetzt Teja uns über seine Erfahrungen was berichten kann. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, Anne, für die schöne Einleitung. Ich fange einfach mal an. Du wolltest mir noch so einen Drücker geben, glaube ich. Das wäre total super. Ich hoffe, es klappt. Okay. Ja, ansonsten haue ich da so drauf irgendwie, oder? Das geht. Ja. Also wie Anne schon erwähnt hat, ich habe 2014 einfach mal so als Maker aus Spaß an der Freude und an Spaß an der Technik einen kleinen Lasercutter gebaut. Man sieht ihn da links im Bild. Ein sehr rudimentärer Bausatz aus Holz, aus Stahlstangen aus dem Baumarkt, einiges an 3D-Druckteilen, das macht vieles einfacher. Und warum? Also kurzer Abriss über die Geschichte. Diesen ersten Bausatz, den habe ich im Prinzip 2013 im Herbst gebaut. Ja, das war reines Hobbyprojekt. Ich hatte Spaß dran, aber dann hatte ich eigentlich wieder zu arbeiten und wusste aber nicht so richtig, was ich eigentlich machen will. Und dann kam eine Chance auf mich zu, nämlich mein Bruder war damals in den USA und ich konnte über ihn ein Kickstarter-Projekt machen. Kickstarter war damals in Deutschland nicht verfügbar. Ich fand dieses Thema mit Crowdfunding aber irgendwie spannend und dachte mir, vielleicht lohnt sich's ja da mal die Erfahrung zu machen und vielleicht kann ich auch dann den Druck zum Arbeiten nochmal wieder ein Stück rausschieben. Das war dann ein bisschen dieses Mr. Beam Laser Cutter Kit, was wir gerade auch im Foto gesehen haben, das habe ich auf Kickstarter vorgestellt. Das lief relativ erfolgreich und ich wusste anfangs gar nicht wirklich, warum eigentlich. Also was wollten die Leute, die das gekauft haben? Waren das auch solche Technik-Freaks wie ich oder war das was anderes? Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel daraus gelernt und habe dann 2 Jahre später im Prinzip Mr. Beam 2, den man jetzt bei uns am Stand auch bewundern kann, entwickelt und ebenfalls über Kickstarter veröffentlicht. Ja, wir haben da von Mr. Beam 2 jetzt 650 Geräte verkauft. Wir arbeiten gerade an der Produktion, sind mittlerweile 7 Vollzeitmitarbeiter und 5 Externe. Das ist ein kurzer Abriss über die Geschichte des ganzen Mr. Beam. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, wie ging es denn sozusagen von dem ersten Bastelprojekt, was man ja quasi in Makerspaces oder Fab Labs oder sowas mal schnell auf die Beine stellt, hin zu wirklich einem fertigen Produkt. Ja, warum eigentlich Lasercutter? Prinzipiell, ich hatte Spaß an der Technik. Es ist eine einigermaßen überschaubare Technik. Man kann sich da ganz gut reinlesen. Man kann vor allem aber auch einfach schöne Dinge machen. Also man kann wahnsinnig viele Geschenke damit machen. Ich habe, seitdem ich mich mit der Thematik beschäftige, nie die Frage, was schenke ich jemandem zum Geburtstag oder sowas. Man hat immer irgendwas. Ich wollte ursprünglich auch 3D-Druck ein bisschen tiefer einsteigen. Da gab es damals so softwareseitig noch viele Kinderkrankheiten. Deswegen habe ich mir so ein Ziel gesetzt, irgendwas zu machen, also die ganze Wertschöpfungskette von 3D-Druck mal durchzulaufen. So ist eben der Mr. Beam 1 auch zu einem großen Teil 3D gedruckt. Der Mr. Beam 1 ist ganz bewusst so konstruiert, dass man ihn eigentlich nachbauen kann. Also deswegen auch diese rustikale Optik mit dem Holz und die ganzen Pläne sind auch als Open Source verfügbar. Also jeder, der da nachbauen möchte, ist da auch herzlich dazu eingeladen. Und nach Kickstarter hatte ich 250 von diesen Kits zu bauen und das hat sich dann herausgestellt als ganz schöner Flaschenhals, ja, weil
ich habe da noch nicht viel drüber nachgedacht, über Dinge wie jetzt Auslagerung von Fertigung. Und wir hatten gerade die Anekdote von Phil und von Anne über Fitnessstudio ist schlechter als ein Fablab. Wenn man mal so eine Nacht lang quasi Kabel gekrimpt hat, dann weiß man auch, dass das durchaus ein Fitnessstudio ersetzt. Ja. Ich habe eigentlich diesen Mr. Beam 1 auch mit fast null Kosten entwickelt. Ja, ich brauchte keine Softwarelizenzen, es gab eigentlich alles irgendwie im Open-Source-Bereich. Ich habe lediglich, ich glaube, 250, 300 Euro für die Hardware ausgegeben, also ein bisschen Kugellager, ein bisschen Stahlstangen, manchmal mehrere davon, weil ich es halt handwerklich nicht so drauf hatte. Aber alles andere war schon irgendwie da und das fand ich eigentlich ganz spannend, auch das mal so auszureizen. Wie weit kommt man denn, wenn man einfach kein Startkapital hat? Kickstarter ist natürlich dann eine wunderschöne Plattform, um einfach so eine Idee mal zu testen. Das habe ich dann eben mit dem Mr. Beam 1 gemacht. Und man lernt da wahnsinnig viel dabei, vor allem auch über die Kunden. Also was wollen die Kunden eigentlich wirklich? Welche Fragen stellen sie ein? Was haben sie mit dem Gerät auch vor? Und was ich da eigentlich gelernt habe, ist so, es sind überhaupt nicht die Techniker, es sind mehr so die ganzen Leute, die, sage ich mal, Sachen auf Davanda verkaufen, die selbstgebasteltes irgendwie zu Geld machen und die das gerne ein bisschen automatisieren möchten. Ja? Eigentlich haben die auch gar nicht so den großen technischen Hintergrund und haben sich mit diesem Bausatz überfordert. Also das ging, ich habe wahnsinnig viel Support leisten müssen und das ging teilweise so weit, dass sie nicht wussten, dass jetzt die Farbe eines Kabels, wenn ich das irgendwo anstecke, eine Bedeutung hat. Ja? Das ist natürlich auf der einen Seite anstrengend, auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig interessant, daraus zu lernen, weil was wollen die Leute denn eigentlich? Warum haben sie denn wirklich 750 Euro damals in die Hand genommen, um diesen Bausatz zu kaufen? Ja, weil sie den Use Case klasse fanden, weil sie im Endeffekt, sie wollten eine digitale Schere haben, die für sie automatisch schneidet. Ja? Ich habe mit den 250 verkauften Geräten eine gewisse Marktlücke entdeckt. Ja, ich habe ja, Lust gehabt, das irgendwie tiefer auszubauen. Dann war aber auch die Herstellung wahnsinnig zeitintensiv, viel Handarbeit dabei und man konnte das auch nicht so schnell irgendwohin anders auslagern, weil einfach von dem ganzen Konstruktionsaufwand, das war nicht so geplant, dass man das irgendwann mal auslagert. Was ich außerdem noch gelernt habe, ist, ich kann den Vertrieb nicht irgendwohin auslagern, weil ich für mich einfach zu geringe Marge eingeplant habe. Außerdem so ein Kickstarter, da kriegt man zwar viel Geld aufs Konto und das ist alles ganz schön, man kann da eine Weile mit haushalten, aber das Geld ist relativ gebunden an eben den Hardwarebau oder die Hardwareproduktion. Man hat da jetzt keine großartigen Mittel, um jetzt ein Business Development voranzutreiben oder aber auch so ein bisschen Nachfolgegeneration weiter zu finanzieren. Das war alles nicht so gut gelaufen. Wir haben die 250 Kits in 40 Länder geliefert. Das ist alles ganz gut gegangen. Aber ich habe die letzten zwei Monate auch einfach umsonst gearbeitet, also ohne Bezahlung. Es war auf jeden Fall aber die Mühe wert. Ich habe nämlich einfach wahnsinnig viel dabei gelernt. Das nächste war dann, ich wollte natürlich weitermachen. Ich habe ja viel positives Feedback bekommen. Also habe ich quasi Mr. Beam 2 jetzt so entwickelt, dass er möglichst dass die Produktion ohne mich stattfinden kann, ja? Dass ich nicht irgendwie involviert bin, dass ich mich rein auf das Business Development, auf Forschung und Entwicklung konzentrieren kann, dass das Ganze auch skaliert, also dass nicht irgendwie ich Teile verbaue, die es nur in homöopathischer Stückzahl gibt oder sowas. Und ja, wir haben eine Stückzahl angepeilt bei Mr. Beam 2 von ungefähr 300 bis 1500. Wir wollten auch ein ansprechendes Design haben, weil der rustikale Bausatz, das war jetzt quasi notgedrungen ebenso, aber die Leute wollten eigentlich was anderes, vor allem wollten die halt einfach ein fertiges Gerät haben. Ja. Und ja, wir haben nochmal Kickstarter gemacht, weil wir konnten es ja. Das war auch ganz gut. Wir haben 600 Geräte verkauft in 30 Tagen und produzieren jetzt 1000. Ja, wir sind mit unserem Mr. Beam 2 in den Top 200 aller Kickstarter-Kampagnen weltweit von der Funding-Summe her. Das ist sehr schön. Und wir sind die am zweitmeist gefundetste Kampagne in Deutschland gerade. Das macht einen auch in gewisser Weise schön unabhängig von Investoren. Man kann da immer noch schön schalten und walten in der Firma, wie man so will.
für die Produktion, jetzt kommt der spannende Teil, was haben wir denn alles beachtet, damit man quasi auch gut skalieren kann, damit man das gut auslagern kann? Wir haben keinen 3D-Druck mehr verwendet. 3D-Druck funktioniert und skaliert begrenzt. Also ich sage mal, vielleicht bis 200 Stück würde ich es vielleicht nochmal machen. Aber darüber hinaus ist es einfach zu zeitintensiv mit der Wartung der Drucker. Wir hatten damals, ich glaube, 4 Drucker, fast 4 Monate im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr laufen für die Bauteile, für die Kits. Das ist schon möglich, aber es ist auch ganz schön anstrengend. Ja? Und man möchte auch nicht immer dasselbe machen. Ja? Insofern, wir haben keinen 3D-Druck mehr gemacht. Spritzguss war für uns noch kein Thema, weil einfach so die Vorlaufkosten, die man da hat, die sind immens hoch. Und damit sich das wieder einigermaßen rentiert, müsste die Stückzahl auch entsprechend hoch sein. Außerdem hatten wir auch jetzt keinerlei Erfahrung in der Konstruktion mit Spritzguss, was man da beachten muss. Und dann haben wir gedacht, ja gut, was gibt's denn noch? Von unseren 3D-Druckern haben wir im Prinzip was ganz Schönes abgeschaut. Das ist nämlich die Metallblechbiegetechnik. Das geht in Stückzahlen, sage ich mal, vielleicht 100 bis 10.000 oder sowas ganz gut. Und da gibt's vor allem wahnsinnig viele Zulieferer, die auch in der Nähe sind. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn man mit denen direkt kurze Wege hat und schnell Änderungen besprechen kann, auch mit, sage ich mal, das Gerät an die Werkzeuge des entsprechenden Metallverarbeiters anpassen kann, dann wird es nämlich deutlich günstiger. Und das hat uns auch sehr Spaß gemacht. Man kann da auch relativ komplexe Teile mitmachen. Also ich habe da jetzt abgebildet einen Teil unserer X-Achse und man sieht schon, das ist nicht einfach nur irgendwie eine Kiste gebogen, sondern da ist ein bisschen mehr dahinter. Wir haben jetzt die Produktion eben zu 100% außer Haus. Wir haben nur noch die Entwicklung bei uns gemacht. Die Hauptzulieferer sind alle in Deutschland. Natürlich haben wir aber auch Standardkomponenten aus Asien. Da macht's mittlerweile eigentlich, finde ich, kaum noch Sinn, die in Deutschland zu kaufen, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Schrittmotor oder sowas bei einem deutschen Zulieferer kaufe, der kauft ihn meistens auch nur in Asien. Ja, und die Plattformen, wo man sowas günstig beziehen kann, die sind einfach zu benutzen. Ab 100 Stück lohnt sich das locker. Ja, nächste Hürde, die wir hatten, das war die Konformitätserklärung beziehungsweise das CE-Zeichen auf dem Produkt. Also erst muss man wissen, da herrscht viel Unwissen, was wir so mitkriegen bei den Kunden. Das ist keine Prüfung, die man durchläuft. Das ist quasi eine Unterschrift von uns auf dem Gerät, dass wir alle geltenden Vorschriften einhalten. Ja? Natürlich kann man jetzt so eine Unterschrift einfach mal aufs Gerät draufsetzen. Das ist aber eigentlich eine sehr schlechte Idee, weil falls etwas passiert, ist man dann einfach persönlich dafür haftbar, weil man im Prinzip grob fahrlässig gehandelt hat. Insofern haben wir uns auch da Consultants reingeholt und haben auch externe Prüflabore, die uns dann eben bestätigen, dass das, was wir da unterschreiben, auch wirklich so ist, wie wir das deklarieren. Anfangs haben wir gedacht, wir können uns vielleicht da irgendwie selbst ein bisschen reinlesen in diese ganzen Normen und so weiter. Da haben wir ziemlich schnell aufgegeben, weil die Normen sind das eine, wenn man aber quasi tief in der Materie drinsteckt, kennt man noch Argumentationsketten. Warum kann ich jetzt zum Beispiel eine ganz andere Norm heranziehen als die, die ich eigentlich will, die aber einfachere Vorschriften hat, weil es gab schon mal hier und da ein Gerichtsurteil, die das in dem Fall so bestätigt haben, dass das geht. Ja? Und das geht halt einfach nur mit Erfahrung und da ist einfach ein Dienstleister unschlagbar. Die Normen muss man alle kaufen. In Deutschland verwaltet das der Beuth Verlag und die sind in der Regel ziemlich teuer. Was wir aber dann festgestellt haben, dank Europa, man kann diese Normen auch in deutscher Sprache, zum Beispiel in Luxemburg, kaufen. Und da kosten sie dann statt 120 Euro pro Norm nur 20. Sehr schön. Und ist vollkommen legal. Österreich ist auch deutlich günstiger als Deutschland. In der Schweiz ist es wiederum umgekehrt. Da wären die Deutschen eigentlich günstiger. Ja, aber ist auf jeden Fall besser. Man hat diese Normen. Selbst wenn man weiß, was drinsteht, das reicht nicht. Im Falle, dass man irgendwie vor Gericht das verteidigen muss, man muss die Normen wirklich haben. Dann gibt's noch EMV. Das ist die elektromagnetische Verträglichkeit. Da sind wir auch gerade noch dran. Das ist ein Thema, da braucht man auf jeden Fall ein Messlabor, was einem bestätigt, ja gut, jetzt ihr seid da innerhalb der Grenzwerte und stört keine anderen Geräte wie, keine Ahnung, Polizei, Notruf, Funk oder sowas.
Das ist schon ganz schön schwierig und da sollte man sehr viel Zeit einkalkulieren. Es gibt allerdings mittlerweile auch dank den Makern ganz gute Mittel und Wege, wie man jetzt zum Beispiel um ein extrem teures Spektrometer drumherum kommt. Ja, zum Beispiel in unserem Fall, wir haben eine erste Messung in so einem Labor gemacht, die war knackig teuer. Die hat uns aber dann gesagt, ja, ihr strahlt im Prinzip ein bisschen breitbandig, so im Bereich von 90 Megahertz bis, glaube ich, 110. Und das ist genau das Radioband. Ja, und was gibt's jetzt momentan gerade zuhauf, weil eben es auf DVB-T2 umgestellt wurde? Es gibt DVB-T-Empfänger für 10 Euro und es gibt die entsprechende Software dazu, wo man im Prinzip dann sein eigenes Spektrometer schön kostengünstig kriegen kann. Hilft uns gerade sehr viel sowas. Und vielen Dank an die Maker-Community, die da diese Software geschrieben hat beispielsweise. Ja, ich habe es gerade vorher schon erwähnt, Teile einkaufen in China. Ich glaube, viele kennen die Plattformen, die da genannt sind. Man muss ein bisschen aufpassen, mit wem man da handelt. Das ist ja immer alles so ein bisschen verschattet. Ich würde immer die Webseite von den entsprechenden Leuten ansehen. Und wenn auf der Webseite zum Beispiel sowas ist, dass die Produktsection nur 2 gefüllte Kategorien hat, aber 20 aufweist, dann ist es meistens kein seriöser Händler. Genauso immer die CE- oder ROHS-Dokumente anfordern. Wenn die nicht kommen, ist es kein seriöser Händler. Ja. Auf der anderen Seite, wenn sie kommen, wenn man auch das Gefühl hat, dass der Gegenüber, mit dem man da kommuniziert, nicht irgendwie 24 Stunden am Rechner sitzt und irgendwie antwortet, sondern auch Arbeitszeiten hat, dann gibt einem das ein ganz gutes Gefühl und dann haben wir eigentlich bis dato nur sehr positive Erfahrungen gehabt. Das ist so ein bisschen unsere Taktik gewesen, wie man da einen guten Zulieferer rausfindet. Und bis jetzt muss ich sagen, ich bin sehr beeindruckt, was in China an Geschwindigkeit stattfindet, an Kommunikation, auch an Eingehen auf Kundenwünsche und auch so eine Herangehensweise, dass die uns erklären, ja, wenn ihr jetzt aber hier noch, sag ich mal, das Kabel einen Zentimeter länger machen würdet, dann wäre es insgesamt aber 20% billiger, weil dann können wir hier so ein Standardkabel verwenden. Ja, diese Art von Support habe ich leider hier immer in Deutschland ein bisschen vermisst. Die machen, in Deutschland kriegt man alles nach Kundenwunsch, aber halt dann entsprechend teuer. Wenn man fragt, ja, wie geht es denn günstiger, wir können ja noch konstruktiv was verändern, was sind da die Knackpunkte, das ist eher schwierig in der Kommunikation und da haben wir da wirklich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Kurzer Überblick, was kaufen wir zum Beispiel in Asien, also Standardkomponenten, Kugellager, Zahnriemen, Lüfter, Kabel und Stecker, Taster, Schalter, Schrittmotoren und so weiter. Vorteil ist einfach zum Beispiel jetzt bei einem Schrittmotor, wir kriegen den mit der Schaftlänge, die wir haben wollen, wir kriegen den mit der Kabellänge, dem richtigen Stecker, richtigen Label außen drauf und vielleicht noch irgendwie ein Aufkleber, der sagt, bitte hier so rum einschrauben und das Kabel so führen, wenn wir wollen. Ja? Und das geht in der Regel ziemlich schnell und das ist ein super günstiger Preis. Was würde ich auf keinen Fall in China kaufen? Speicherkarten, Microcontroller und Netzteile. Einfach, weil da gibt es so viele Fälschungen und man hat da nicht ansatzweise eine Chance, das irgendwie zu erkennen. Also gerade bei Speicherkarten, man müsste die allesamt einmal komplett vollschreiben, wieder löschen und nochmal vollschreiben, um zu erkennen, ob das eine gefakte ist, die halt irgendwie statt 8 GB nur 4 GB hat, aber das dann quasi mit irgendwie ein paar Bitflippern hochdeklariert worden ist. Nachteile bei eben Sourcing aus Asien ist in der Regel Lieferzeit. Also wenn man günstigen Versand haben will per Schiff, dann dauert das halt irgendwie 5-6 Wochen. Plus es kann dann manchmal auch ein bisschen im Zoll hängen bleiben, gerade wenn im selben Container noch irgendwelche andere Ware ist, die halt da länger braucht als die eigene. Das kann ein Nachteil sein. Andererseits, so ein Kubikmeter mit Schrittmotoren aus China hier rüber zu schiffen, sind $50. Ja. Die Alternative, wenn ich jetzt irgendwie das per Luftfracht mache, dann bin ich halt bei $1,600 oder so und das ist natürlich dann keine Option. Aber man weiß ja in der Regel vorher, lang genug vorher, was man eigentlich so braucht. Ja, wenn man mit den Chinesen verhandelt, muss man im Prinzip schon sich ein bisschen darauf einstellen, dass die Englischkenntnisse nicht so gut sind. Viel geht da über Google Translate. Was bei uns ziemlich geholfen hat, sind einfach so ganz plakative Zeichnungen mit Fotos und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf der Folie so gut erkennt. Bei dem linken Kabel ist der Stecker einmal falsch rum rangekrimmt. Was wir da auch machen ist, wir kriegen vor jeder Bestellung einfach ein Muster von denen zugesandt, so eine Art Freigabemuster. Wir gucken das an und dann wird sozusagen bei der Bestellung auf dieses Muster verwiesen, dass genau das so wir haben wollen.
Und das funktioniert in der Regel eigentlich auch ziemlich gut. Wenn man sich was hier rüber schicken lässt, also gerade auch bei den Mustern, dann bieten die oft an, dass sie das im kostenlosen Versand machen. Das ist in der Regel eine schlechte Idee, wenn es nicht irgendwie auf der Rechnung vermerkt ist. Ansonsten sagt nämlich DHL, oh ja, da stehen keine Versandkosten drauf, dann nehmen wir unseren Standardsatz, das ist dann pro Brief 85 Euro und für diese 85 Euro bezahlt man beim Zollamt dann nochmal. Insofern, also Versandkosten müssen immer ausgewiesen sein, selbst wenn sie 0 Euro sind. Ja, was haben wir jetzt gerade noch für Herausforderungen? Wir haben sehr viel Nachfrage, wir müssen dringend skalieren. Das heißt auf der einen Seite, aber auch unsere Lieferanten müssen genauso skalieren können. Da haben wir zum Beispiel jetzt auch gerade hier bei einem Zulieferer aus Bayern ein bisschen ein Bottleneck, weil einfach der sagt, ja gut, ich könnte zwar theoretisch mehr für euch produzieren, ich möchte aber eigentlich nur diese Kapazität im Monat haben, weil ansonsten verprelle ich mir meine anderen Kunden und das sind BMW, Siemens und das macht man natürlich dann nicht so gerne. Was auch ein Thema ist, ist einfach so Normen und Richtlinien, die man angewendet hat auf sein Produkt, die können sich ändern. Ja, wir hatten jetzt da zum Beispiel das Thema, dass sich eine Funkrichtlinie geändert hat im Dezember. Das hat gar nicht unser Gerät direkt selbst betroffen. Das hieß aber sozusagen, dass diese ganzen Labore, wo man quasi die EMV-Prüfung macht, komplett ausgebucht waren. Ja, trotzdem müssen wir jetzt quasi intern diese ganzen Normen, die wir verwendet haben, immer wieder überprüfen, ob es da natürlich eine Aktualisierung gegeben hat und gegebenenfalls, wenn ja, unser Gerät nachbessern oder nachzertifizieren. Und das kann ganz schöner Zeitaufwand sein. Nächste Herausforderung, die kommen wird, ist dann, wenn wir die Geräte liefern, dass dann einfach ja mit Sicherheit ein gewisser Supportaufwand passieren wird. Sei es von, sage ich mal, einfach nur Usability-Sachen, wenn wir doch nicht ganz so einfach zu bedienen sind, wie wir glauben, natürlich. Oder aber einfach, wenn irgendwas nicht geht. Ja, ich meine, wir bauen die Geräte auch gerade zum ersten Mal. Wir rechnen damit, dass nicht alles perfekt sein wird. Und diesen Support dann auch zu stemmen und zeitnah zu liefern, das wird eine sportliche Herausforderung. Teamskalierung ist auch so eine Sache. Wir haben mittlerweile, ich habe es gerade vorhin erwähnt, 7 Vollzeitmitarbeiter. Es war nicht ganz einfach, die so zu kriegen. Also es ist nicht so, dass man spontan irgendwie sagt, ich habe eine offene Stelle und am nächsten Tag hat man jemand, der dann irgendwie arbeitet. Sondern es bedarf schon einem ganz schönen Zeitaufwand, eine Stellenausschreibung zu schreiben, eine attraktive Darstellung der eigenen Firma überhaupt mal vorzubereiten, dann auch den entsprechenden zu finden. So ein Bewerbungsgespräch ist schon auch was, wenn man das noch nie gemacht hat, dann steht man erstmal so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg und weiß jetzt auch nicht, was man denn da so fragen soll. Und diese Vorbereitungszeit, bis man das dann hinkriegt, das war für uns schon auch irgendwie eine neue Erfahrung. Wir mussten das ein bisschen lernen. Da gingen bestimmt 2-3 Wochen ins Land, bis wir da so eine Routine drauf hatten. Ja, so weit, so gut. Das war's. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, quasi möglichst viele von euch an unserem Stand irgendwie wieder begrüßen zu können und unser Gerät live vorzustellen. Gibt's denn Fragen? Wie jetzt? Keine. Okay, dann stelle ich vielleicht schon mal die erste Frage, Thea. Du hast uns ja jetzt echt tolle Informationen gegeben, hast jetzt unheimlich viel Erfahrung mit uns geteilt. Was glaubst du denn, was ist denn so die wichtigste Eigenschaft, wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt? Hättest du das so gedacht, dass das so wird? Niemals und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn ich es gewusst hätte. Okay, und was ist das Wichtigste sozusagen, was du jetzt gelernt hast? Ich meine, ihr seid alle technisch total erfahren und kompetent, aber was ist sozusagen die steilste Lernkurve gewesen? Also eines der Dinge, die am allerwichtigsten ist, ist, glaube ich, einfach so das Team zusammenzuhalten, auch in harten Zeiten. Und ich habe so ein bisschen immer die Problematik gehabt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin immer nutzloser geworden, weil ich immer mehr verwaltend tätig war und nicht mehr selber wirklich entwickeln konnte am Gerät, ja, wo ich ja eigentlich angefangen habe damit. Auf der anderen Seite, wenn man halt ein paar Mitarbeiter hat, dann kommen sie alle mit Fragen oder auch dann mit Lösungen. Sie holen sich das Feedback für die Lösung ab und das ist ein wahnsinnig wichtiger Prozess und da muss man durch und in der Zeit kann ich keine Arbeit machen. Und dass das aber trotzdem eigentlich eine wichtige Arbeit ist und dass das gerade eben dann wichtig ist, wenn man, sag ich mal, jetzt irgendwie einen Rückschlag erlitten hat, das musste ich auch erst lernen. Das war schon auch eine sehr, sehr, sehr anstrengende persönliche Erfahrung. Okay, also vom Entwickler zum Manager.
Ich möchte noch nicht sagen, dass ich komplett von dem Entwickler weg bin, aber es ist eine spannende Sache. Also es eröffnet einem auch mehr Möglichkeiten, weil als Entwickler hat man ja quasi immer nur seine eigene Arbeitsleistung, die man quasi reinbringen kann. Wenn man mehr Ideen hat, als man Leistungen liefern kann, ist auch irgendwie blöd, dann ist man sein eigener Flaschenhals und dann braucht man natürlich andere. Und auch da so das richtige Vertrauen zu kriegen, dass der andere jetzt zwar eine Lösung baut, die nicht exakt der eigenen Idee entspricht, aber trotzdem funktioniert. Ist auch schwierig gewesen. Okay. Nee, das ist, was sind die nächsten Pläne? Mr. Beam 3, Mr. Beam Industries erobert Europa? Also, ja, klar, natürlich wollen wir Europa erobern. Mr. Beam 3 ist, da haben wir wahnsinnig viele Ideen dafür, aber jetzt müssen wir sozusagen zuerst die Produktion von Mr. Beam 2 komplett stabil hinkriegen, dass wir da auch möglichst wenig eingreifen müssen, dass das ein Selbstläufer wird, dass wir auch da skalieren können und den Vertrieb skalieren können. Und dann kommt im Endeffekt Mr. Beam 3. Okay, du machst weiter. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt im Publikum gibt es vielleicht Fragen? Sonst, ja, wunderbar. Wann gab es denn, zu welcher Zeit ist denn alles entstanden? Also wann gab es denn den ersten Mr. Beamers Bausatz? Den gab es 2014. Also ich habe den Prototypen gebaut Ende 2013 und im April 2014 haben wir den auf Kickstarter veröffentlicht und im Dezember 2014 geliefert. Du hast gesagt, selber drucken ist zu langsam. Warum habt ihr nicht 3D-Druckdienstleister in Betracht gezogen? Das war viel zu teuer. Also wenn man im Prinzip mal dann rechnet sozusagen, was kostet mich ein Kilo Filament und wenn man dann die Pricing-Modelle anguckt von zum Beispiel Shapeways oder auch jetzt sage ich mal 3D-Hubs oder sowas, da wird ja quasi nach Kubikzentimeter oder sowas berechnet und dann kostet mich sozusagen so ein Satz Teile statt irgendwie, sag ich mal, 9 Euro Materialkosten plus 8 Stunden Druckzeit, kostet mich halt dann irgendwie 80 Euro. Gibt es noch Fragen? Okay, also Mr. Ja, da gibt es eine. Ja, ich habe eine Frage betreffend Asia Sourcing. Und zwar, sind Sie auch manchmal vor Ort gewesen, um die Lieferanten zu beurteilen? Oder haben Sie alles einfach online gemacht und Erfahrung so gekriegt? Also bis jetzt haben wir alles online gemacht, wir waren noch nie dort. Ich glaube, wenn wir da mal hinfahren, dann kriegen wir auch noch mal deutlich bessere Preise. Wir beschränken uns aber wirklich momentan auf diese Standardkomponenten. Also ich glaube, was jetzt zum Beispiel Sinn machen würde, ist, wenn wir irgendwann mal überlegen, die Blechbiegefertigung auszulagern nach dort. Also ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage, weil Metall um die Welt schicken ist in der Regel immer schwer und teuer. Aber ja, das wäre auf jeden Fall was, da müsste man die Fabrik wahrscheinlich vorher besuchen. Andererseits, ich glaube, da zum Beispiel, was so Blechbiegetechnik angeht, gibt es auch noch unglaublich viel Potenzial jetzt in Polen, Tschechien, Rumänien. Und das ist natürlich deutlich näher. Okay, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich einfach auf euren Stand verweisen. Direkt gegenüber, wenn man hier rausgeht, fällt man da drauf.